Ja, meine Freundin ist gerade rübergegangen, Grand Prix gucken. Das heißt, ich bin jetzt wieder hier alleine. Aber ich weiß noch nicht genau, wie mein Plan aussieht. Mein Plan sieht aus, ich rufe das Flammenschwert. Ich rufe das Flammenschwert. So, also, mal schauen, Mana-Trank. Und noch einen Mana-Trank und dann rufe ich mir das Flammenschwert. Ein Schwert herbei. Oh ja, richtig. Und dafür sollte ich aber etwas aus dem Weg gehen. Dann mache ich mehr Damage und Schild brauche ich gerade sowieso nicht. So. Naja. Aber ich wirklich mal damit rein. Hallo. Oh lol, leck das natürlich nicht weit. Ein bisschen hoch von mir, egal. Auch soll ich die Blätter brennen, Alter. Ich jump einfach mal in die Höhle. Und versuche das hier hin zu verschieben. Hallo, Scheiße. Da schießt schon wieder einer auf mich, habe ich das Gefühl. Irgendwie, ich hör doch einen Bogen. Ach, wisst ihr was, ey? Das bringt so nix. Noch einen Trank trinken. Ja, und falsch ganz voller Gu. Und dann gucken wir. Ja, es bringt nichts. Ja. Gut. Dann ramme ich halt einfach so durch. Ach, wo ist der Typ, der schießt? Ich suche mir jetzt mal ein Skelett aus, ganz ehrlich, Leute. Das ist sonst zu anstrengend hier. So, ich will ich haben, genau dich. So, jetzt der nächste. Ja, und stirb. Dass ich dann auch wieder haben wird. So, jetzt kommst du da dran. Du da, genau du. Genau du. Komm her. Komm her. Du bist immer noch nicht tot. Lebst noch. Hier, stirb. So, jetzt du da. Du bist der Nächste. Und stirb. Und stirb. Und stirb. Für Kadam. Jetzt kommst du da. Und so geht das auch alles viel gesitteter. Da ist ein Riesenskelett. Ah ne, das steht nur auf Berg. Hä? Wo ist das Riesenskelett da? Kommt das da noch runter? Bin mir nicht so sicher. Naja, egal. Soll uns ja egal sein. Wir killen mal eben den Rest hier noch. Oder ist Berek, den will ich noch nicht killen. So, Skelette. Jetzt kommt Berek. Nein, was ist das mit? Da ist alle tot haben. Ja, jetzt würde ich trotzdem gerne irgendwie. Ja, komm schon, bitte. So. Ach, von denen kommen wir nicht aufheben, genau. Schlachtbeil aufnehmen. Und hier ein bisschen in die. Was ist denn jetzt passiert? Mitte stellen und. Scheiß Skelette. Und ein paar Schilder schnappen. So, das reicht auch schon. Ja, und jetzt suchen wir mal eben. Scheiße, es geht noch weiter. Ich hab das schon befürchtet. Egal. Gehen wir halt in die nächste Höhle. Ach, du Scheiße. Das ist ja noch mehr, ey. Oh, Leute. Nerven mich am meisten. Der hier war noch hochschützen.
und da hat mich jemand von hinten erreicht. Da! Egal. Wir machen weiter. Ziehen uns hier Reihen durch die Schilder. Hallo, ist ja gut. Ja, ich will nur nicht erstochen werden. Das erstochen ist so. Ja, danke, jetzt habe ich erstochen. Weck mich doch. Erstochen meine ich halt diesen lähmenden Stich. Das ist so nur den Transporter. Was soll denn der Kack jetzt hier? Manu. So, noch einmal trinken. Und haben wir noch eine alte Truhe, die wir nachher natürlich aufmachen werden. Das Gitter haben auch keine Scheu davor, einfach zuzuschlagen, ne? Jetzt hör doch mal auf mit dem Kack hier. So, weiter. Hör mal auf! Mann! Komm her! Aber mal hin, eigentlich. Das ist echt ein guter Trainingsort. Halt. Also, diese Ahnengräber, die sind halt richtig viel XP. Wenn ich mich nicht irre, dürfte eben auch in irgendeinem Ahnengraub auch mal noch eine schwere Truhe sein. Also, hoffe ich zumindest. Weil die Truhen in Nordmar haben wir ja noch gar nicht angerührt. Aber, ja. Es fehlen, glaube ich, noch 3 Truhen. So ein Schwert, was ich habe. Oh, Level Up, sehr schön. Und ein paar Schnurrschilder hier. Oh, da ist ein Skelett. Noch ein Skelett, verdammt. Hier können wir uns auch ein paar Schilder holen. Ah. So, Hotshot-Schild aufheben. Weil wir können ja, wenn wir uns ducken, alles aufheben, was wir haben wollen. So, erstmal die alte Truhe aufmachen. Dort finden wir einen Ring. Naja. Und dann holen wir uns erstmal den Runensockel hier. Ah. Und Arnstein benutzen. Geht und doch. Wir bekommen Jagdgeschick plus 3, Nordmar plus 5, Feuerklampe plus 5 und Bereks Grab haben wir geöffnet. Dings da, Arnstein eingefügt, wie auch immer. So, und dann haben wir diese Höhle auch schon wieder durch. Trinken wir eben was. Gucken, ob da vorne noch eine Truhe ist und dann gucke ich mal, wo die anderen Ahnengräber sind. So, ist hier noch irgendwo eine Truhe oder sowas? Trüchen, hallo? Truhe? Nein? Schade. Gut, dann gucken wir mal. Wo ist denn das nächste? Moment mal. Weltkarte. Ziemlich weit rechts. Moment mal, das ist ja direkt beim Dingens. Nee, Moment mal. Das hier war der Hammerclan. Das ist ja noch viel weiter rechts. Viel weiter rechts als der Hammerclan. Das ist da in den Bergen. Verdammt. Na gut, dann gehen wir da als nächstes hin. Wo haben wir denn den Teleportstein zum Hammer? Da haben wir den Teleportstein zum Hammerclan. Und da geht's sofort los. Und wir brechen auf zum letzten. Das wäre schön. Aber nein, wir brechen auf zum dritten. Ja, genau. Los geht's. So. Müssen wir da runter wieder. Aber ich springe jetzt einfach mal so runter. Jetzt keine Lust zu laufen. Und guck mal eben, wie wir da hinten reinkommen. Ich weiß es nämlich überhaupt nicht. Also ich glaube, wir treffen hier auf einige Gegner, die wir einfach links liegen lassen werden. Ja. Theoretisch ist es einfach nur geradeaus. Ich werde jetzt einfach versuchen, mich daran zu halten. Da, da, da.
sei denn, das ist natürlich wieder irgendwo da oben, dann werde ich wieder etwas angekotzt sein, aber ansonsten hoffe ich einfach mal, dass es relativ weit, was zur Hölle. Den Schatten haben wir jetzt wirklich getötet, nicht so wie die Rhinos, die gleich wieder aufstehen, ne? Ja, gut, den haben wir wirklich getötet. Gut, dann da hoch. Wehe. Wehe, das Grab ist oben auf dem Berg. Dann flippe ich ja aus. Ja, Bingo, da ist es. Und Orks bewachen, oder? Moment mal. Mächtiger Lutkrieger, na gut. Wir werden die Orks mal eben abschlachten.